Ja, moin moin liebe Leute, hier sind Markus und Dietmar vom Motorrad der CE. Und in diesem Video geht es um die neuen Motorräder der nächsten Saison 2023. Jo. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und alle neuen Motorräder, die dann im nächsten Jahr auf den Markt kommen werden, für euch ja, rausgesucht. Promo-Videos von den Herstellern, die wir gleich besprechen werden. Ja. Das sind 33 Stück, also das wird im Moment dauern. Wir waren ja auch dieses Jahr auf der EICMA, haben da auch schon viele neue Motorräder gesehen. Und in der Tat. So ein paar Bilder hier, so ein bisschen reinwürfeln. Ne? Aber wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, euch zu erzählen, welche neuen Bikes es geben wird nächstes Jahr. Die werden wir dann wahrscheinlich auch alle irgendwann testen. Ne? Nach und nach. Genau. Und ja, wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Viel Spaß bei dem Video und schon geht's los. Genau. So, wie wollen wir anfangen? Wir fangen natürlich stark an und zwar mit dem stärksten Naked Bike ever. Es ist die BMW M1000R. Wunderhübsch, wie man sie hier sieht. Wir haben da Winglets am Start. Es ist eine Maschine, die tatsächlich, glaube ich, Rennstrecke und ein flottes Fahren auf der Landstraße gleichermaßen gut bedient. Wir haben 210 PS, 113 Newtonmeter bei 11.000 Umdrehungen und damit ist sie tatsächlich jetzt die stärkste, nämlich stärker als die bislang starken. Ja, Ducati Street Fighter V4 oder die MV Agusta Brutale 1000. Absolut, ich glaube 3 PS mehr. Die Maschine hat relativ viel Carbon, wiegt nur 199 Kilo, das ist natürlich ganz schick. Wir haben neben dem Winglets auch diese Alu-Schmiederäder und ich würde sagen, die Maschine ist wirklich ein Knaller. Ja, das ist im Grunde genommen basiert ja auf der S1000R, aber ist halt noch ein bisschen mehr Sport, noch ein bisschen leichter, ein bisschen edler das Ganze. Und sie kostet 22.600 Euro. So, die zweite Maschine, die BMW M1000 Doppel-R, unverkennbar ein Supersportler, noch krasser als die M1000R. Absolut, ja. Wir reden jetzt von 212 PS, 14.500 Umdrehungen bei 113 Newtonmetern. Es ist ein Supersportler mit Verkleidung, logischerweise. Wir haben auch noch ein bisschen weniger Gewicht als bei der R, also hier haben wir jetzt 192 Kilo. Ja, und die Maschine rennt maximal, bitte anschnallen, 314 Kilometer mit diesem Sportpack. Ja, bisher waren es 306, also das ist nochmal eine Schippe drauf. Ja, achso, ja, und hat die Maschine hat echt extreme Winglets, hier kann man es ganz gut sehen. Genau, also das macht das auch aus, ne? Die haben ja, extrem im Windkanal gearbeitet, glaube ich. Also das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich, aber egal. Ja, die Maschine kostet 33.000 Euro, also wenn ihr mal ein bisschen Taschengeld übrig habt, dann kauft euch doch einfach die BMW M1000 Doppel-R und dann habt ihr auch... Und ab auf die Rennstrecke. Genau. So, wir bleiben dem Doppel-R treu und wenden uns jetzt der BMW S1000 Doppel-R zu. Hier gab es ein paar Updates, nämlich bei Motor, Fahrwerk, Aerodynamik, Design und den Assistenzsystemen. Ja, super Sportler natürlich und ja, die Winglets finde ich dann doch echt, muss ich echt sagen, auch hier ganz schön ins Auge fallend. Ja. Technisch irgendwie sehr viele Ähnlichkeiten zur M1000R. Wir haben hier auch Carbon-Schmiederäder, habt ihr eben gerade gesehen, neues Bremssystem und ja, die Maschine kostet 20.420 Euro. Ich glaube, die alte war auch nicht viel günstiger. Insofern, also wer auf die Renne will, der hat jetzt jede Menge Möglichkeiten hier mit den neuen BMW-Modellen. Und ja, rot und weiß gibt es die Maschine, sehr schick. Ja, das nächste Bike von BMW, die BMW R1250R, da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist jetzt keine Neuentwicklung, da hat BMW einfach nur ein bisschen nachgeschärft an der Maschine. Ja, was ist da neu? Ja, also wir haben jetzt endlich mal LED-Scheinwerfer zum Beispiel. Ja. Optional gibt es Kurvenlicht, Sitzheizung, wir haben schlauchlose Drahtspeichenräder und Motorschlupfregelung. Ja, aber auch in der Serienausstattung hat BMW hier so ein bisschen nachgeregelt. Ne? Es gibt jetzt das ABS Pro, das war früher nicht. Das konnte man früher nur optional dazu buchen. Das ist jetzt in Serie dabei. Dann haben wir jetzt einen USB-Anschluss. Der intelligente Notruf, der eCall von BMW ist jetzt in Serie dabei. Und ja, hier sieht man nochmal das adaptive Kurvenlicht und den neuen Heckrahmen. Das Kurvenlicht, wie gesagt, das ist nicht in Serie leider, schade. Aber das TFT-Display haben sie auch abgedatet. Das ist natürlich in Serie dann dabei. Und ja, was kostet die Maschine? Ja, 15.350 Euro wird in der Grundversion aufgerufen. Ja. Also ab. Ja, Das kennt man ja bei BMW, ne? Am Ende dann immer noch bei 20. Ne? Der Mann denn da noch entsprechend, ja. Leistung hat es übrigens nicht geändert, da war ja eben der Shift-Cam-Motor bei der 1250er. Also nach wie vor haben wir hier, was war das, 136 PS und dieses gigantische Drehmoment, 143 Newtonmeter, schon echt geil.
Genau. Ja, mit der R1300R rechnen wir dann erst 2024 oder zum Modelljahr 2025. Genau. Dann. Vorher wird ja hoffentlich noch die R1300 GS kommen. Wahrscheinlich. Wir sind gespannt. Im Herbst. Genau. Mhm. Ja, das war die 1250R. Ja, wir fliegen über den Wald und wenden uns der R1250RS zu. Ein Sporttourer. Hier sehen wir es. Ich finde die Farben super geil. Dieses Blau, Rot, Weiß finde ich, mag ich total gerne. Ja, die Maschine haben wir ja schon getestet. Man muss ehrlicherweise sagen, da gab es echt jetzt auch, das wurde auch mal Zeit für ein Update, finde ich. Ne? Weil die Maschine 4 Jahre lang, glaube ich, gibt sie jetzt. Und irgendwie nichts hat sich da getan. Und jetzt. Ja, jetzt hat BMW im Grunde genommen ähnlich wie bei der R. Ne? Genau. Also die haben da einfach ein bisschen das Display erneuert. Dann haben wir jetzt ein paar Dinge in Serie. Was war das? DTS Pro ist jetzt dabei. USB-Stecker haben sie jetzt reingetan. Es gibt jetzt auch LED-Tagfahrlicht in Serie, LED-Blinker in Serie. Mhm. Oder hier sieht man jetzt das abgebildete Display. Ja. Genau. ABS Pro, da seht ihr es nochmal. DTC ist jetzt dabei. Das war früher auch das ASC, also die etwas kleinere Traktionskontrolle. Jetzt haben sie DTC, neues Heckdesign. Ja, hier sieht man auch diese Monositzbank. Ne? Ja. Ach so, genau, die abgedeckte. Ne? Ja. Genau. Gibt es aber auch natürlich als Zweisitzer, logischerweise. Mhm. Sitzheizung ist, glaube ich, nicht in Serie. Aber der Eco-Modus, der ist in Serie. Ja, insgesamt eine richtig schöne Maschine. Was kostet die? Die gibt es ab 15.990 € zu haben. Genau, aber ohne Acra. Der ist garantiert aufpreispflichtig. Ja, wie so manches andere wahrscheinlich. Ist echt auch eine schöne Maschine nach wie vor, finde ich. Ne? Hier schön in einer schönen großen Scheibe. Ist halt ein Tourer, mit dem können wir zu zweit dann auch mal ganz weit fahren. Gibt es in 3 Farben, schwarz, weiß und in Sport. Das hier ist, glaube ich, die Sport. Finde ich mit Abstand am geilsten. Ja. Richtig schönes Bike. Werden wir dann auch noch mal testen in diesem Jahr, nächstes Jahr noch. So, das nächste Bike haben wir auch auf der EICMA gesehen, die Benelli Tornado 500, ein neues Naked Bike. Und ja, Centro Stile Benelli steht da drauf. Kleiner Hinweis darauf, dass dieses Motorrad eben nicht aus China kommt, es wird da gefertigt. Aber es wurde halt in Italien designt. Ja. Schönes Naked Bike, 48 PS, eine A2 Variante und auch gar nicht so teuer. Also der Preis noch nicht so offiziell, aber... 6,5 munkelt man. Munkelt man. Mal sehen. Was ich ganz geil finde, sind die Farben auch. Ne? Das ist so ein bisschen 80er-Jahre-Style, auch mit den weißen Felgen, finde ich irgendwie ganz schicki. So, wir bleiben bei Benelli, aber gehen jetzt ein wenig ins Gelände, nämlich mit der Leongino 800 Trail. Die Leongino 800 gibt es ja schon eine Weile, bestimmt ein Jahr schon, auch in der geilen Scrambler-Optik. Hier jetzt halt noch mehr Offroad-Tauglichkeit. Werden wir auch gleich sehen, wie der junge Mann hier schön da gucke. Oh, herrlich. Yeah. Vorne 19 Zoll, ne, sehen wir auch. Da kann man sicher gut durchs Gelände brettern. Wir haben 76 PS, 67 Newtonmeter. Gewicht sind 234 Kilo, gar nicht so wenig, wie ich finde, aber sieht auch geil aus, finde ich. Ja, finde ich auch. Schöne Maschine mit 19 Zöller vorne und mit so einer Mischbereifung. Also eindeutig geht es hier Richtung Gelände in Duplo. Die 800er Leoncino haben wir leider noch nicht getestet. Die gibt es ja schon ein bisschen länger, mit langsamer Zeit. Und ja, ich denke mal, dann nehmen wir da die Trail im nächsten Jahr. Ne? Macht ja irgendwie Sinn. Benelli gehört übrigens in Italien zu den meistverkauften Motorrädern und die Maschine kostet 8.299 €. So sieht das aus. So, das dritte Motorrad von Benelli für die nächste Saison ist die TRK 800, hier zu sehen in schreiendem Gelb. Ja, die haben wir auch, glaube ich, auf der Messe gesehen. Ich glaube auch genau in dieser Farbe, wenn ich recht erinnere. Ja, genau. Eine Reise-Enduro und schwer zu erkennen für 9.500 €. Und ja, mit einem bestellbaren Windschild. Schönes Bike, finde ich. Ja. Technik, erzähl du mal. Ja, wir haben eigentlich den gleichen Motor wie in der Leongino 800. 3-Twin mit 754 Kubikzentimetern. Trocken wiegt das Ding 226 Kilo. Schon leicht. Ja, 22 Liter Tank, auch ganz ordentlich. Federweg vorne wie hinten 150 mm und einstellbar. Und wir haben so einen 7 Zoll TFT mit Handy Connect. Genau, und eben konnte man übrigens die 702X sehen. Das ist auch eine neue. Also das sind quasi beides neue Modelle, die übrigens die gleiche Leistung haben. Ich weiß gar nicht, warum die eine 800 heißt und die andere 702, aber wie auch immer, egal. Ja, kommen wir zu Aprilia, damit sollten wir schnell durch sein. Es gibt nämlich gar nicht so viel Neues, aber es gibt doch ein Motorrad, über das wir sprechen wollen. Das haben wir auch, wie ihr hier sehen könnt, auf der EICMA bewundert. Es ist die Aprilia RS660 Extrema. Die ist jetzt 3 Kilogramm leichter als die RS660, also sie wiegt 166 Kilo trocken, hat den schönen SC-Projekt-Auspuff. Wir haben 100 PS,
Und es ist, wie man sehen kann, hier jetzt nicht so richtig, aber es ist ein Einsitzer. Ja, ist ein bisschen, ich fand es ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Aprilia gerade in Italien ist ein italienischer Hersteller, da nur so ein schlappes Update von der RS660 auf die Beine gestellt. Aber was soll's, macht ja nichts. Also ich denke, auch die Maschine werden wir dann mal hoffentlich in 2023 vor die Kamera bekommen. Mhm. Schauen wir mal, ne, wie die sich fährt. Ich glaube, die fährt sich ziemlich gut. Ja, sie sieht auch ganz geil aus, finde ich. So, wir bleiben in Italien. Weiter geht's mit den neuen Bikes von Ducati für das Jahr 2023. Wird nicht ganz so schnell gehen wie mit Aprilia. Für nee, ein echtes Modell Feuerwerk von Ducati. Wir beginnen mal mit der Diavel V4 hier zu sehen, Nachfolgerin der 1260er. Ja, Ducati hat sich jetzt von dem 1260er Motor dann, glaube ich, komplett verabschiedet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt kein Modell mehr. Auch in der Diavel kommt der neue V4 hier zum Einsatz. Mhm. Die Maschine kostet 27.090 Euro, gibt es in Schwarz und in Rot. Und Markus, erzähl mal was zu den Damen. Ja, Power Cruiser, ne? Nachfolger hast du ja schon gesagt, der 1260. Wir haben 168 PS, 126 Newtonmeter. Die Maschine wiegt 211 Kilo trocken. Sitzhöhe sind 790 mm und der Radstand 1,59. Wir haben hinten den fetten 240er Schluffen. Ja. Und ich finde, was die sieht man jetzt gerade nicht, aber kommt bestimmt auch gleich nochmal im Bild. Ich finde, die sieht von hinten ja, die Rückleuchte da jetzt da, ne? Sieht geil aus, oder? Echt geil. Also ja. Macht schon was her. Ja. Freue ich mich auch richtig drauf. Ja, müssen wir unbedingt testen. Ja, wer unsere Messevideos verfolgt hat, der weiß, bei Ducati ist einiges los. Da war viel auf dem Stand los, da mussten wir zweimal hin. Und es gab auch reges Interesse. Hier sehen wir jetzt die Ducati Monster SP. Das ist ja das dritte Monstermodell, meine ich. Und der Dietmar erzählt mal ein bisschen was dazu, ne? Ja, gibt es nur in dieser einen Farbe hier, nur in Rot-Schwarz. Ja, voll einstellbares Ölingsfahrwerk. Hier kann man auch gut sehen, ne? Diese goldlackierten, eloxierten. Ja. Gabel vorne. Brembo Stilemas hat die Maschine und das Besondere und der Unterschied vor allem zu den anderen beiden Monstermodellen ist halt dieser spezielle Terminioni-Auspuff. Ja, wie er klingt, werden wir merken. Maschine hat nach wie vor 111 PS, 93 Newtonmeter Drehmoment. Und was kostet die Kiste? 15.290 Euro, aber wenn man das sieht, hat man direkt Bock. Ja, genau. So, die nächste Maschine von Ducati ist die neue Multistrada V4 Rallye. Ich weiß nicht, das wievielte Multistrada-Modell mit, ich glaube das fünfte oder so. Ja, aber also, ein geiles Ding, finde ich. Geben Sie echt ganz gerne. Ja, geben Sie echt Gas. Ja, was unterscheidet die Rallye von den anderen Multistradas? Wir haben ein Mehr an Fahrkomfort. Ein Mehr an Tech und ein Mehr an Gelände. Ja, vor allem letzteres sieht man ja auch hier an den Bildern. Ne? Also das längere Federwege, wir haben hier so eine Auto-Leveling-Funktion, also ich weiß nicht, ob das ein semi-aktives Fahrwerk ist, auf jeden Fall hinten die Federvorspannung wird hier automatisch eingeregelt. Tierische Sitzhöhe hier, 870 bis 890. Mach du mal weiter. Nichts für Kleingewachsene. Nee. Radstand 1,57. Wir haben den fetten 30-Liter-Tank. Oh. Ja, 227 Kilo trocken. Da kommt natürlich nass dann noch einiges dazu. Allerdings. Ja, und die V4 Rallye kostet dann auch noch mal einen Tucken mehr, wie das immer so ist, ne? Als die Standard V4s Multistrada. 26.490 Euro. Aber ja, ist schon geil. Ne? Ja. Also, mal sehen. Ist also wirklich ein Motorrad, was ich auch sehr schätze. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja auch dieses Jahr. Nächstes Jahr. Vor die Kamera. So, dann kommen wir zu den Ducati Scrambler Modellen in der 800er Serie. Da gibt es drei neue Modelle, nämlich die Icon, die Nightshift und die Full Throttle. Mhm. Allesamt haben ein 4,3 Zoll Farb-TFT und dann gibt es ein paar Besonderheiten pro Modell, nämlich bei der Icon hätten wir. Ja, also die Icon hier jetzt gerade zu sehen, ist eigentlich so die poppigste, finde ich, von den dreien. Die hatten einen hohen, breiten Lenker bekommen. Da haben wir auch auf der Icon mal drauf. Wir haben auf allen dreien gesessen. Aber die Icon fand ich eigentlich am coolsten. Die hatten sehr hohen, breiten Lenker und die gibt es in 6 Farben. Also das finde ich irgendwie, finde ich stark. Das war schon immer so übrigens. Die Icon, die haben wir auch mal getestet in einem schreienden Orange. Sehr lustiges Motorrad. Und die kostet 10.590 Euro. Somit auch die billigste aus dieser Reihe. Genau. Die Nightshift, die hat dagegen einen geraden, relativ tiefen Lenker. Das ist so ein bisschen Cafe Racer-Style. Mhm. Und sie hat Speichenräder. Das finde ich allerdings ganz hübsch. Die gibt es dann nur in Blau. Mhm. Und sie kostet 12.490 Euro. Genau, zu guter Letzt gibt es ja noch die Full Throttle, die dritte neue Maschine. Die kostet 12.490 Euro, genauso viel wie die Nightshift. Und ja, da soll die Optik, die kommt glaube ich gleich, ne? Wo kommt sie denn? Die Optik soll so ein bisschen an die MotoGP 2019er Modelle erinnern. Ja,
Und sie kostet ebenso 12.490 Euro wie die Nightshift. Genau. Habe ich schon gesagt. Ach so, dann schneidest du es einfach weg. Zu lang geworden. Ich glaube, das Video ist zu Ende. So, weiter geht's mit einem Supersportler von Ducati, die Panigale V4R, kostet läppische 43.990 Euro. Kann man mal machen, ne? Dafür gibt's sie nur in Rot. Genau, ist die zweiteuerste Ducati. Es gibt ja noch die Superleggera, also ein Spezialracer. Aber die V4R hier gibt's nur in Rot und ja, die Aufnahmen hier auf der Rennstrecke, wie sich das gehört. Markus, erzähl mal. Fetter V4, 998 Kubik, 218 PS, 111 Newtonmeter. Und jetzt steht hier 237 PS. Dabei bräuchte man dann allerdings das sogenannte Performance Kit. Genau. Und dann haben wir maximal 16.500 Umdrehungen in die Minute. Ja. Ja, wenn wir jetzt mal an die BMWs anfangs denken, dann ist Ducati dann doch noch mal ein Stück weiter vorne. Ne? Ein bisschen mehr PS, mit Performance Kit sogar deutlich. Und 172 Kilogramm trocken, also das ist ein echter Racer. Ne? This is Racing steht hier auch. Genau. So, es nimmt kein Ende mit Ducati, ne? Aber jetzt wenden wir uns den Street Fightern zu. Und zwar haben wir da die drei Varianten. V4, V4S, also sowie V4SP jetzt neu. Die V4SP2. Alle haben ja ein bisschen Updates gekriegt, aber jetzt neu die V4SP2. Das ist auch die, die wir hier im Bild sehen. Genau. Ja, die neue V4-Serie, also das sind kleinere Updates, die Ducati hier vorgenommen hat. Das Chassis hat eine neue Geometrie bekommen. Die Bikes sind auch leider wieder ein bisschen teurer geworden, nämlich 2000 Euro etwa. Ne? Und ja, die V4SP2. Die hat nach wie vor, wie auch schon die SP1, Carbonräder. Da wir sehen auch die ganze Zeit die SP2 hier. Kostet 35.600 Euro. Die Standard V4 23.4 und die V4S 26.300 Euro. So, weiter geht's mit Suzuki. Ja, Suzuki hat zwei neue Kracher vorgestellt. Wir fangen mal an Wir fangen mal an mit der GSX 8S, ein neues Naked Bike von Suzuki in der Mittelklasse. Ja, mittlerweile muss man ja, es ist Mittelklasse, ne? Da kommt später auch noch ein Modell von Honda, was vergleichbar ist, die Honda 57, aber bleiben wir mal bei der GSX 8S. Die Maschine hat 83 PS. 78 Newtonmeter Drehmoment und ja, mach du mal weiter. Soll angeblich maximal 180 km/h fahren. Das wagen wir zu bezweifeln und denken, das können wir toppen. Wir werden sehen, wenn wir sie denn irgendwann tatsächlich zum Probefahren kriegen. Ja. Die Maschine wiegt 202 Kilogramm, voll allerdings. Schön leicht. Reichweite 333 Kilometer, auch ganz ordentlich. Ne? Haben wir eben gesehen, ein Farb-TFT-Display, das ist ja wie bei Suzuki noch gar nicht so lange irgendwie normal. 5 Zoll, ne? Ja, 5 Zoll. Sitzhöhe 810 mm, also auch für kleinere Personen durchaus moderat fahrbar. Radstand 1,46. Und ja, die Ausstattung ist ziemlich gut. Ne? Also Ausstattung ist gut. Wichtig finde ich, da jetzt zu erwähnen, es ist ja dieses neu entwickelte Motorenkonzept, ne? Mit dem reinen Zweizylinder, den wir auch, kommen wir später noch zu, in der neuen V-Strom 800.de finden werden. Ja, und Suzuki hat hier nicht gespart. Es gibt einen Zweiwege-Quickshifter, der ist in Serie dabei. Dann haben wir natürlich den Low RPM Assist, den kennen wir schon von Suzuki. Also der Starthilfe Easy Start System ist auch dabei. Und ja, also das ist wirklich, finde ich, macht einen super Eindruck. Ich bin echt gespannt auf hochwertige die hochwertige Gabel hier von Kayaba auch, Upside Down. Genau. Das ganze Fahrwerk ist, glaube ich, recht hochwertig. Und trotzdem, also wir kennen noch keine Preise leider. Ja. Aber wie man Suzuki kennt, die wird deutlich unter 10 kosten. Ja, würde ich auch sagen. Und dafür ist es doch mal eine ganz interessante Geschichte. Ja. Und auch noch vielleicht erwähnenswert, die wird es auch als 35 kW Version geben. A2, genau. In drei Farben, in diesem Schreinen Blau und Weiß. Und dann gibt es auch noch eine graue Version. Ich glaube, die wurde in diesem Video hier gar nicht gezeigt. Aber sorry, egal. Im Grunde genommen muss man eigentlich auch nur die blaue zeigen, finde ich. Ja, stimmt. Also, da freuen wir uns sehr auf den Test im nächsten Jahr. Da machen wir, glaube ich, da machen wir mal einen richtig schönen Ausflug. Ne? Und die werden wir mal so richtig auseinandernehmen, die Maschine. Wunderbar. Fertig. Ja, ja. Tschüss. Wir bleiben bei Suzuki und der zweiten Sensation, die wir auf der EICMA ja auch schon bestaunen durften. Es handelt sich um die V-Strom 800DE, eine Maschine, die mir echt richtig gut gefällt. Ich bin ja auch durchaus V-Strom-Fan, hatte ja lange Zeit auch die 650DL.
Der Motor ist derselbe wie aus der GSX8S, haben wir eben schon drüber gesprochen. Neues Motorkonzept rein drin. Die V-Strom 800DE gibt es in drei Farbkombinationen, nämlich in Gelb, in Grau und in Schwarz. Ich glaube, es ist Absicht von Suzuki, dass man in diesem Video nur die Gelbe sieht. Meine Meinung zumindest. Ja. Ja, was haben wir noch? 21 Zoll vorne, schön fürs Gelände, kann man hier sehen. Mhm. Wir haben einen 20 Liter Tank, das ist auch wirklich fett und damit kommst du dann auch so deine 450 Kilometer weit. Ne? Ja. Also ganz geil, gute Reisemaschine. Ziemlich cool. Wie ich 230 Kilogramm vollgetankt, wohlgemerkt, das ist echt okay für eine Reise in Duo. Das ist auch ein großes Motorrad, ne? Auch wenn es nur eine 800er ist. Aber man, ja, haben wir auf der Messe auch gesehen im direkten Vergleich zu 1050. Ja, ja. So. Ja, ich meine, Radstand 1,57. Ja. Ne? Das ist genauso wie die 1050er. Ja. Sitzhöhe auch echt ganz schön knackig, 840 bis 885. Ja, es ist ein ausgewachsenes Motorrad, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Ja. Und ist auch super gut ausgestattet. Das ist so ähnlich wie bei der GSX-8S. Es gibt auch hier einen Zweiwege bidirektionalen Quickshifter in Serie dabei. Es gibt E-Gas, Federwege 220 mm, wie sich das gehört, für eine DE Dual Explorer. Das ist echt ein geiles Bike. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, diesen neu dazugekommenen Fahrmodus Gravel Mode. Ja, ja. Hier, das ist so eine spezielle Sache mit der mit dem Traktionskontrollsystem. Ne? Also gut ausgestattet und wirklich auch geil drauf zu sitzen, wie sie sich fahren wird, werden wir hoffentlich bald erfahren. Genau. Ja, die nächste Maschine kommt aus China, die CF Moto 450 SR, ein A2 Supersportler, haben wir auch auf der Alpen mal gesehen, wenn man das sieht, ne? Haben wir. Sah echt geil aus, finde ich. Hier in diesem Video sieht man nicht so richtig viel von dem Motorrad, aber trotzdem eine interessante Maschine, passenderweise hier auch schön auf der Rennstrecke präsentiert. Ja. Ja, Markus, erzähl mal ein bisschen zur Technik. Ja, A2 Supersportler mit 168 Kilogramm voll. Mhm. Wir haben ein 42 PS Aggregat hier. Also ein 450 Kubikzentimeter Zweizylinder ist da verbaut. Die Maschine hat einen 5 Zoll Farb-TFT und Brembo-Bremsen und geht, wie wir sehen, hier ab wie Schmitzkappe. Wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Sieht zumindest so aus, ja. Ah, schon geil, die Aufnahmen. Ne? Sieht schon cool aus. Ja, ich glaube, dass das auch, ich glaube tatsächlich, weiß ich nicht, ich bin ja nicht so der Rennstreckentyp, aber ich glaube, dass tatsächlich so ein kleines, leichtes Bike auch echt Spaß macht. Ja, ne? Ja, vor allem, du hast schon gesagt, 168 Kilogramm vollgetankt. Ja. Also das ist echt ein super Leichtgewicht. Besteht hauptsächlich aus Benzin. Ja, das wird schon Spaß bringen. Ja, Preis wissen wir noch nicht, soll nicht offiziell gemacht worden. Es war übrigens auch anfangs in der Diskussion, ob die überhaupt nach Europa kommt. Aber das hat CF Moto mittlerweile tatsächlich gesagt, dass das der Fall sein wird. Also auch die werden wir nächstes Jahr hoffentlich für euch testen können. Ja, und auch da freue ich mich drauf. Also ich teste auch ganz gerne tatsächlich mal so kleine, leichte Dinger. Ich auch. Gut. Wir kommen zu Moto Guzzi, liebe Freunde des Motorrades. Und zwar die wunderschöne Moto Guzzi V100 Marmelado, Marabello, wie auch immer. Nein, sie heißt V100 Mandello und die ist zu haben ab 15.500 Euro. Wir haben sie auch auf der EICMA gesehen. Hatten wir eine kleine Namensunsicherheit. Egal. Die Maschine haben wir auch bereits letztes Jahr schon mal vorgestellt, witzigerweise. Aber Guzzi war da nicht ganz so schnell wie wir. Ne? Also ist sie erst jetzt bei den Händlern. Und das nehmen wir natürlich zum Anlass, sie nach Möglichkeit auch in diesem Jahr noch zu testen. Was heißt da Möglichkeit? Machen wir auf jeden Fall. Ah, ja, gut. Es gibt zwei Varianten, einmal die V100 und die V100S. Beide Maschinen haben natürlich den querliegenden V2 von Guzzi. Jetzt wassergekühlt, das erste Mal nicht eine Moto Guzzi wassergekühlt. 115 PS, 105 Newtonmeter. Die Maschine hat E-Gas. Dann hat sie so schöne Flaps an der Seite, so, die dann rausgehen, wenn die Maschine schneller fährt. Ja, da sieht man es genau. Genau. Schräglagensensorik ist dabei, ein Tempomat ist dabei, 815 mm beträgt die Sitzhöhe. 233 Kilometer das Gewicht und die S. Genau, du hast es eben schon gesagt, es gibt die V100S, die kostet dann ab 17.999 Euro. Sie hat dann auch das semiaktive Fahrwerk und auch dann dabei Heizgriffe, Reifendruckkontrolle und der Quickshifter. Genau, wunderbar. Ja, Royal Enfield hat für das nächste Jahr zwei neue Modelle angekündigt. Ein Einzylinder und ein Zweizylinder. Wir fangen mal mit der kleinen an, mit der Royal Enfield Hunter 350. Yes! Markus kriegt schon leuchtende Augen. Ja, ey, wir sprechen über 20 PS, das ist genau mein Ding. Höchstgeschwindigkeit 114 km/h, ist überschaubar, 27 Newtonmeter.
Die Maschine gibt es in 6 Farben und sie kostet, und das finde ich aber wieder schöne Nachricht, ne? 4.500, also das ist überschaubar und sie sieht geil aus, finde ich. Ja. Ich glaube, dass viele Leute, auch ich zum Beispiel, überlegen, ob man sich so ein Ding nicht einfach als Zweimotorrad kauft. Na, ich meine, 4.500 Euro, ich meine, gut, das ist auch Geld, ne? Klar. Ja, ja. Aber das ist einfach nicht so viel und das ist einfach, wie geil sieht die aus? Guck dir die an. Ja, also mir geht das so. Ich würde sowas lieber haben als einen Roller zum Beispiel. Ja. Also jetzt gar nichts gegen Roller, das ist für absolute praktische Fortbewegungsmittel, aber sowas finde ich geiler. Ja, ja. Und also ganz ehrlich, auch preislich ist das ja jetzt nicht, ja, ne? Also nicht viel teurer. Ne? Schönes Naked Retro Bike und ja, steht ab März bei den Händlern. Und ich bin mir sicher, das wird ein Knüller. Also die 350er, die Klassik 350, das ist ja der Motor aus der Klassik, war ja auch schon Verkaufsschlager und die wird sicherlich genauso gut einschlagen. Ja, ja. Wenn sie auch genauso gut fährt wie die Klassik 350, kann da eigentlich nichts schief gehen. Ja, und das werden wir nächstes Jahr rausfinden. Genau, schauen wir mal. So, noch nicht genug mit Royal Enfield. Wir sprechen jetzt über die Royal Enfield Super Meteor 650. Optisch erinnert mich das Ganze sehr an die Meteor 350. Die haben wir ja bereits getestet. Mhm. Aber hier haben wir jetzt den Motor der Interceptor 650 drin. Ne? Mhm. Ja, ist auch ein Cruiser, genau wie die kleine Meteor. Und ja, Super Meteor, es ist halt alles ein bisschen superer. Superer, ja. Hat jetzt 47 PS, also ein A2-Bike mit 52 Newtonmeter. Ja, das ist der gleiche Reihenfind, solltest du eben schon, ne? Ja. Wie bei der Interceptor. Die wiegt allerdings ganz schön schwere 241 Kilogramm. Also richtig flott würde die nicht sein. Aber ist auch egal, der spielt ja bei so einem Cruiser eigentlich auch gar keine große Rolle. Radstand 1,50, gar nicht mal so lütt. 740 mm Sitzhöhe und ja, sie hat ein LED-Scheinwerfer, kann ich doch. Ja, ja. Finde ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich für Royal Enfield. Die haben ja eigentlich mehr so klassische Sachen. Aber gut, in diesem Fall halt LED. Na gut. Die Zeit bleibt nicht stehen. Ja, auch nicht bei Royal Enfield. Was sie auch hat, und das finde ich ganz geil, das haben wir schon bei der Himalayan und bei der anderen, ich weiß gar nicht mehr, diese Turn-by-Turn-Navigation. Ja, schöne, einfache Lösung von ihr. Genau, dieses extra Dings da, Bums da. Ja, schönes Ding. Was wir leider noch nicht wissen, ist der Preis. Aber wie wir das von Royal Enfield gewohnt sind, hoffen wir auf einen überschaubaren Preis. Ja, ich denke mal so 6.000 wird sie kosten ungefähr. Vielleicht auch 6.500. Wir werden sehen. Schauen wir mal. So, damit kommen wir zu Honda endlich und zur neuen wunderbaren Honda XL 750 Transalp. Oh, sieht die nicht schön aus, guck mal, Markus. Ja. Schön, ne? Es sind 3 Farben in Weiß, Grau und Schwarz. Die weiße hier ist natürlich die schönste. Sie hat einen Reihentwin und erinnert ein bisschen an die V-Sturm 800DE, ne? So gleiche Kragenweite. Hat allerdings ein bisschen mehr Saft hier, 92 PS, 75 Newtonmeter, 755 Kubik Hubraum, Showa-Fahrwerk ist dabei. Mach du mal weiter. Voll wiegt das Ding 208 Kilo. Wir haben vorne natürlich die 21 Zoll Felge. Das Ding hat ein 5 Zoll TFT-Display mit Handy Connect, ne? Ja. Ja, Traktionskontrolle ist auch in Serie dabei, Wheelie-Control ist dabei und was wirklich eigentlich das Bemerkenswerteste ist, gerade im Vergleich zur V-Strom von Suzuki, ist das Gewicht, ne? Also hast du eben schon gesagt, 208 voll für eine Reise-Enduro. Also ich meine, gut, das ist jetzt keine Africa Twin oder keine GS, aber trotzdem, das ist echt leicht. Und auch wie bei der Susi die schönen, geilen, goldenen Felgen. Ja. Ich habe nicht alle, aber diese weiße. Ja, und es gibt auch eine A2-Variante mit 48 PS. Also das wird auch mal geil. Also da freue ich mich auch super auf den Test, muss ich sagen. Ja. Nico, zieh dich warm an. Es bleibt bei Honda und es bleibt nett mit der CB 750 Hornet. Mhm. Die Maschine gibt es in Weiß, Grau, Schwarz und Gelb. Es ist der gleiche Motor wie eben schon gesehen. Und es gibt auch viele weitere Ähnlichkeiten zur Transalp, wie, was weiß ich, das Cockpit ist gleich, Traktionskontrolle, Wheelie Control und so weiter. Aber es gibt 2 Pakete. Ja, es gibt sogar 3 Pakete. 2 haben wir mal rausgeschrieben, das Sportpaket. Da kriegt ihr dann einen Quickshifter dazu, ich glaube, das war eben sogar gerade im Bild hier mit dem Solo-Sitz, also die hintere Sitzabdeckung ist beim Sportpaket dabei und es gibt, genau, nee, das ist ohne. Eine kleine Minischeibe da in der Mitte, kann man es gerade sehen. Ja. Habt ihr das gesehen? Also eine kleine Minischeibe ist dann noch beim Sportpaket dabei. Und da gibt es auch noch ein Touring-Paket. Ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist bei so einem Naked Bike, aber egal. Also Touring-Paket wäre dann mit Koffern, mit einer Sitztasche oder Tanktasche. Also die Leute, die dann damit länger reisen wollen, die werden sich wahrscheinlich dafür entscheiden wollen. Ja, ja, ich finde, ehrlich gesagt, naja gut, kann man machen, aber ich finde eigentlich, sie ist doch so ganz schön. Ne? Gerade in diesem Weiß-Rot finde ich das eigentlich eine ganz schicke Maschine.
Den Preis wissen wir auch schon. Ja, 7.890 Euro. Genau. Und auch dieses Bike erinnert mich dann doch ein bisschen an die Susi. Also das wird ja echt ein witziger Zweikampf nächstes Jahr. GSX-8S, ein bisschen weniger Leistung, aber dann doch irgendwie vom Typ her vergleichbar. Ne? Ja. Werden wir alles testen für euch. Na klar. Strike. So, die dritte und letzte Honda in diesem Video ist die neue CL500, ein Scrambler, der ja basiert auf der CL72 aus dem Jahre 1962, also quasi ja, ein Retro-Modell, wenn man so will. Technische Basis ist natürlich die CB500F von Honda, die ja so ein bisschen langweilig ist. Und hat sich Honda wahrscheinlich gedacht, wie komm, da machen wir mal. Da so machen wir jetzt richtig was draus. Da machen wir was draus für die Stadt. So ein schönes, noch mehr. Was die Optik angeht, ein bisschen aufgefrischt. Ja, erzähl du mal. Ja, Farben haben wir. In Blau gibt es das Ding, in Grün, in Schwarz und in Gelb-Orange. Mhm. Es ist ein A2-Bike mit 48 PS, 43 Newtonmeter bei 6250 Umdrehungen. 19 Zoll vorne, mhm. LED-Beleuchtung. Mhm. Wir haben inverses LC-Display. Ja. Und ja, Sitzhöhe 97 mm, also sehr zugängliches Motorrad, passt ja auch. Die normale CB500F ist ja auch eher so ein Brot- und Butterbike. Ja. Und ja, Faltenbelge gibt es hier, eine Anti-Hopping-Kupplung, 150 mm Federweg. Also man kann durchaus mal ins Gelände mit dem Ding. Auch ganz geil, dieser hochgelegte Auspuff haben wir eben gesehen. Mhm. Ja, Preis wissen wir leider nicht. Nee, wissen wir nicht. So, wir kommen zu Triumph und fangen mal an mit der sogenannten Chrome Collection. Da haben wir auf der Messe schon einige Bikes bewundert und auch da schon festgestellt, dass es vor allen Dingen mit viel Putzen verbunden, wie ihr hier seht. Genau. Ja, die Chrome Collection von Triumph, das sind fast alles Motorräder aus der Modern Classic Serie. Also die Rocket da rechts sieht man ja noch die Rocket, das ist jetzt nicht die Modern Classic Serie. Aber ansonsten passt das natürlich auch zu diesen Roadstern, die so ein bisschen auf Oldstyle, das sieht doch geil aus, oder? Ja. Hier schön T120, aber da gibt es jetzt technisch keine Updates, also da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Technisch sind die Maschinen genau die gleichen, sind halt ein bisschen aufgefrischt, ein bisschen hübscher gemacht. Und wenn wir euch mal die Preise nennen, ja, wir rettern das einfach mal durch. Die Bobber kostet 15.195. Die Speedmaster ebenso. Ja, und dann die Scrambler 1200, 16.095. Die Scrambler 900, 11.595. Die Speed 900, 9.945. T100 haben wir mit 11.295 im Rennen. T120, 13.700. Die Truxton RS, 16.795. Die Rocket 3 GT, 25.150. Und die Rocket 3 R, 24.350. Das waren eine ganze Menge Zahlen, aber viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen zu der Chrome Edition. Ja, das sind halt so typische Sammlerobjekte. Ja, aber sie sehen halt geil aus. Ich glaube, sie sind auch nur, gibt es nur für ein Jahr angeblich. Ne? Ja, ja, genau. Das wird zeitlich begrenzt sein. Müssen eigentlich schon bei den Händlern stehen, glaube ich, diese Bikes. Also wenn ihr mal Interesse habt, geht mal zu eurem Triumph-Händler, schaut euch das mal an, vielleicht ist ja was für euch dabei. Gelle? Und Putzlappen dazu kaufen. Genau. Ja, neu von Triumph ist vor allem für das nächste Jahr die neue Street Triple Serie, die 765er. Gibt es in drei Varianten, einmal als R, als RS und eine limitierte Version, die nennt sich dann Moto 2. Ja, die R, fangen wir mal mit der an, die kostet 10.195 Euro und hat was zu bieten? 120 PS hat die zu bieten und eine Schober-Fahrwerk hat sie auch zu bieten. Genau, die RS kostet 12.295 Euro, ein bisschen teurer, hat allerdings auch 10 PS mehr. Nämlich 130. Genau. Und die hat hinten schon mal ein öliges Federbein und die Moto GP, die kostet? Die kostet 14.995, ist also die teuerste der drei, aber die hat Ölins vorne und hinten. Genau. Und auch 130 PS. Genau. Ja, alle drei Maschinen haben 5 Zoll Farbdisplay, wiegen 189 Kilogramm vollgetankt. Echte Renner und da freue ich mich auch schon sehr auf die Tests. Ja, ich auch. Ne? Alles klar. Weiter geht's mit Moto Morini. Ich erinnere mich noch gut auf der Messe, wie du unter dem Logo gestanden bist. Ja. Ja, und zwar Saimezzo STR und SCR. Bei der STR handelt es sich um ein Naked Bike und das kostet 7.600 Euro, während die SCR ein Scrambler Bike ist, wie der Name schon vermuten lässt, das ist kürzer, kostet 7.999 Euro. Zwei neue Saimezzo gab es dieses Jahr schon, aber hier hat Motorini quasi abgedatet. Beide Maschinen haben 61 PS, Zweizylinder Reihentwin, fährt maximal 170 km pro Stunde die Kiste oder beide. Haben beide LED-Tagfahrlicht und wiegen 200 Kilogramm trocken, das ist nicht ganz so
leicht für so eine kleinere Maschine, aber geht schon in Ordnung. Sieht auch irgendwie ganz schick aus. Ne? Ja, finde ich auch. Also wie man es hier sieht, so sehr ja, schlicht, ne, eigentlich. Ja, ja, ne? Ja. Zurückgenommenes Design finde ich aber ganz cool. Finde ich auch. Und ja, wir haben jetzt auch nächstes Jahr tatsächlich mal einen Händler, der Moto Morinis verkauft. Und dann werden wir auch nächstes Jahr mal anfangen, diese Maschinen, dieses Herstellers für euch zu testen. Und beginnen werden wir mit diesen beiden oder einem von beiden wahrscheinlich noch. Motorräder, ne? Also bleibt dran. Wiedersehen. Ja, von wegen Tschüss. Schön, dass ihr noch da seid. Ist noch nicht ganz vorbei, das Video. Wir haben noch Yamaha für euch im Programm. Und ja, Yamaha hat jede Menge neue Maschinen, beziehungsweise jede Menge Updates, muss man sagen. Neue Maschinen gibt es eigentlich nur eine, kommt gleich, aber Updates gibt es jede Menge. Und zwar von der MT-07. Die gibt es jetzt ab 2023 in zwei Varianten. Und zwar, ja, eine heißt Pure, die andere, die sehen wir jetzt gerade hier, ist die normale MT-07. Die kostet dann ab sofort 8.372 Euro. Und ja, hat ein 5 Zoll Farbdisplay mit einer Handy, also Smartphone-Verbindung ist möglich. Und sie ist vorgerüstet für einen Einwege-Quickshifter. Das habe ich schon auf der EICMA im Video gesagt, dass ich das ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt, heutzutage. Ne? Ja. Aber gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das sowieso nur vorgerüstet. Das müsstet ihr also, wenn ihr den haben wollt, diesen Quickshifter, extra bezahlen. Und ja, die bisherige MT-07, die gibt es nach wie vor. Die heißt dann, wie gesagt, Pure und ist auch der Preis ein wenig purer, nämlich 7.874 Euro. Genau. Und die hat dann noch das Standard-Display, also das LC-Display, das die MT-07 ja bisher hatte. Ja, Yamaha, also MT-07, das ist ein Dauerbrenner, ne? Seit 20.000 Jahren, ja. Verkauf wie geschnitten Brot. Ja, und man muss auch sagen, also das können wir vielleicht auch sagen, ne? Also die MTs machen auch beim Testen immer irre viel Spaß, ne? Genau. Das darf man vielleicht schon sagen. Das sind gute Motorräder, dieser CP2 ist ein herrlicher Reihenfilm mit ordentlich Biss und insofern, ich kann schon verstehen, dass Yamaha da gesagt hat, komm, wir müssen ein bisschen updaten, damit die Verkaufszahlen auch so bleiben, wie sie sind. Es ist ein kleineres Update, aber wer jetzt auf Handy Connect und neues Cockpit steht, der wird sich wahrscheinlich freuen. Gell? Nicht unser Hauptbeuteschema, aber der Vollständigkeit halber. Natürlich erwähnt auch die 125er. MT 125 gibt es ab 5.749 Euro. Es gibt nicht wirklich viel Neuigkeiten, aber ein bisschen was gibt es doch, nämlich... Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Farben wirklich neu sind. Ich glaube, die gab es letztes Jahr auch schon. Aber wir nennen sie nochmal. Es gibt drei Farben, nämlich Cyan Storm. Du hast mir gerade verraten, dass du das nicht so geil findest. Nee. Ich mag das ja leiden mit diesem türkisen Felgen. Dann gibt es auch noch das typische Icon Blue von Yamaha, so blau, und Tech Black, das Schwarz von Yamaha. Und ja, was neu ist, ist eigentlich nur tatsächlich nur das Display. Also das Display ist jetzt ein 5 Zoll. Und die Traktionskontrolle, ne? Genau. Also man kann die Maschine jetzt auch mit seinem Handy connecten. Gut, da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, 125er Zielgruppe junge Läuse. Na, da ist das mit das Entscheidende. Kann ich das mit meinem Handy verbinden, ist die erste Frage. Genau. Und eben auch so ein modernes Display. Auch das kann ich irgendwie verstehen, aber das muss man wirklich sagen. Ist kein neues Motorrad. Nee. Ja, hier sieht man es nochmal, ne? Das neue TFT-Farbdisplay. Connect stand da auch. Yo, ich bin connected. Yes. Bist du drin? Ich bin drin. Ja, naja, also wir haben die ja schon mal getestet, die MT-125, das ist schon ein schönes Bike. Ne? Ja, ja, die schön macht leicht, ja, ja. Schön fluffig, macht echt Laune. Aber ob wir da jetzt nächstes Jahr einen neuen Test machen, also wir werden übrigens nächstes Jahr ein paar sogenannte Update-Tests machen, das ist ja neu bei solchen Maschinen zum Beispiel, wo es nur neue Features gibt, da machen wir nicht einen kompletten Test, sondern da filmen einfach nur die neuen Features. Also wir testen auch neue Farben. Genau, genau. Das war's zur MT-125. Ja, die Yamaha, die eigentlich am meisten Neuigkeiten bietet, ist die neue Tracer 9 GT Plus, gab es bisher auch noch nicht. Und hier seht ihr das Motorrad am Passo Jau. Ja, da waren wir schon. Ja, da waren sie auch schon zweimal. Ja, mindestens. Und wunderbare Gegend in Italien. Und ja, die Maschine kostet 16.899 Euro. Mhm. Die haben wir auf der EICMA auch schon ausführlich vorgestellt. Was ich da total vergessen habe zu erwähnen, ist der Abstandsradar. Eigentlich das neue Feature überhaupt. Also es gibt hier einen Tempomaten mit einem adaptiven Abstandsradarsystem. Und ja, die Maschine ist komplett ausgestattet. Ja, wir haben ein riesiges 7 Zoll TFT mit integriertem Navigationssystem. Wir haben ein 6-fach IMU, elektrisches KYB-Fahrwerk und einen neuen Quickshifter. Und das GT-Paket ist natürlich auch mit am Start. Das heißt, wir haben auch die Koffer schon mit dabei. Mhm. Und wir haben zwei Farbvarianten, nämlich... Power Grey und Icon Performance, hier auch beide schön zu sehen. In diesem Video hat man übrigens zwei Modelle gesehen, die GT Plus, die neue, und dann das hier ist die Standard Tracer 9 GT. Nur die Plus hat das elektrische Fahrwerk von Kayaba.
was eben ja, adaptiv auch einstellbar ist. Das heißt, es passt sich automatisch dem Untergrund an. Ihr könnt elektronisch die Dämpfung einstellen, dieser ganze Schnickschnack. Und ich glaube auch, der adaptive Tempomat, also dieses Radarsystem, ist nur bei der Plus-Variante dabei. Dafür ist sie halt auch ein bisschen teurer. Aber insgesamt muss man sagen, die muss man ja schon fast mit den großen Reise-Enduros vergleichen. Wobei das eigentlich ein Crossover-Bike ist, ne? Mit 17 Zoll Felge, aber trotzdem super gut ausgestattet und dafür finde ich den Preis echt okay, ne? Wenn man bedenkt, was sie alles an Bord hat. Geiles Motorrad. Schöne Reisemaschine, glaube ich auch. Freue mich auch schon auf den Test. So, was gibt es noch Neues bei Yamaha? Die XSR 700 gibt es jetzt in der sogenannten Legacy-Version. Da ist jetzt nicht wirklich viel neu, aber die Optik ist ein bisschen neu. Es gibt eine neue Farbe, die nennt sich Speed Block Silver und die Maschine kostet 9.674 Euro. Und hier in dem Video sieht man, da fährt auch immer noch so eine weiß-blaue hinterher. Ich glaube, das ist nicht die Legacy-Version, sondern die Standard XSR 700. Kann man vor lauter Staub nicht erkennen. Nee, kann man. Auf jeden Fall echt, also ich mag die Maschine ja total. Sie hat den CP2 Reintwin aus der MT07. Gleiche Leistungswerte, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Ja gut, hier in so einer Scrambler-Optik ist halt so ein bisschen, ja, XSR, Faster Suns, das ist ja so ein bisschen die Retro-Reihe von Yamaha, wobei so richtig Retro ist es irgendwie auch nicht. Nee, aber es, also optisch spricht es mich zum Beispiel mehr an als die MT, ne? Ja, richtig geil, ne? Also ich würde auch sagen, da lohnt sich ein Blick. Ziehen wir etwa 500 an ein paar zerquetschte Kubik. Denn? Ja, lass mich das mal mathematisch angehen. Ja, ja, ja. Also wir ziehen ein paar Kubik ab und bleiben bei XSR. Aber jetzt 125 Kubik. Die Maschine gibt es auch in neuen Farben, nämlich in Blau und in Gelb und in Weiß. Und sie ist ab 5.249 Euro zu haben. Ja, die müssen wir übrigens noch mal testen nächstes Jahr. Ja. Ich habe noch nicht getestet. Ich weiß noch, als ich in Pisa war, da hat Yamaha die vorgestellt. Nicht die Legacy, sondern die Standard. Und ich erinnere noch, dass der gute Matze von Mo, Matze sei gegrüßt, wir haben ja die XSR 900 da eigentlich getestet, da sind wir alle durch die Gegend geknallt, aber hingelegt hat er sich mit der kleinen 125er. Also das ist dann doch ein sportliches Motorrad, sportlicher als man denken mag, trotz nur 15 PS, aber ja, es hat nur eine 125er, aber guck sie dir an. Also die ist echt, vom Weiten kannst du die nicht unterscheiden von der großen. Ja, ja. Und das finde ich einfach ganz cool. Ich glaube, die jungen Leute stehen da auch drauf, wenn die Maschinen möglichst groß aussehen. Nicht nur die Jungen, also das kann ich von mir auch behaupten. Ja, ja. Na, ich meine, also wenn ich jetzt 16 gewesen wäre, kann man die ab 16 fahren? Ja, ne? A1, ja, ich glaube ja. Ich wäre ausgeflippt. Ich hätte mir drei von denen gekauft. Also das sind schon richtig schöne Bikes, auch mit diesem leichten Retro-Touch hier. Super schön. Ja. Also finde ich, sollten wir auch mal irgendwie gucken, dass wir die nächstes Jahr unter die Räder kriegen. Ja, das war's zur Yamaha XSR 125. Das Video nimmt kein Ende. Wir haben eigentlich nichts mehr zu sagen. Nee. Okay. Also hören wir einfach auf. Jetzt hört's auch das Video. Ein Glück. Ja, auch bei den Tracer 7 Modellen hat Yamaha abgedatet. Da gibt es zwei, die normale Tracer 7 und die GT. Jo. Weil die Updates, das ist eigentlich genauso wie bei der MT07, das ist alles sehr übersichtlich. Es gibt ein neues Display, das zeigen sie natürlich hier auch ganz fett in diesem Video, weil das ist eigentlich das einzige Neue. Naja, ein bisschen mehr. Also es gibt auch hier jetzt die Vorbereitung für den Einwege-Quickshifter, den man dann halt auch hier extra bezahlen muss. Die Tracer 7 gibt es in drei Farben, nämlich in Schwarz, Blau und Rot. Ist das richtig? Ja. Okay. Kostet 9.874 Euro. Und die GT? Die GT gibt es in Silber, Blau und Schwarz und sie kostet 1.000 Euro mehr, nämlich 10.874 Euro. Dafür gibt es aber auch obendrauf die höhere Scheibe, das Koffersystem und die besseren Bremsen. Das wäre mir persönlich 1.000 Euro wert. Ja, und jetzt muss man mal, dass die Preise ins Verhältnis setzen zu den 9er-Modellen, also zu dem 13er. Das ist ja hier der CP2, auch der gleiche Motor wie aus der MT07 und das ist auch ein deutlicher Abstand. Ne? Ja. Also die Tracer 9 GT Plus hatten wir gerade mit 17.000 Euro. Das ist ja fast doppelt so viel. Naja, nicht ganz. Aber also die sind schon echt preisgünstig. Ja. Und das sind gute Dinge. Also wir, die Tracer 7 haben wir auch schon getestet letztes Jahr. Da hieß sie noch Tracer 700, aber das ist baugleich gewesen. Und ich war so, du hast einen super Spaß gehabt. Ja, ich finde die geil. Auf der roten Absolut. Kiste. Und hier als GT mit Koffern, geiles Reisebike. Ja. Da gibt es nichts zu meckern. Nee. Und fairer Preis, finde ich auch. Ja. Sehr schön. Und auch hier ist dieses Video wieder sehr lang. Guck mal, den See, den kennen wir. Das ist der Lago de Mies, glaube ich.
So, das letzte Motorrad von Yamaha, was wir besprechen möchten, ist die legendäre Tenere 700 und sie kostet 11.374 Euro. Ganz Yamaha typisch, ich glaube, alle Modelle kosten hinten 74 Euro. Kann man sich gut merken. Strategie. Genau. Ja, die gibt es in Icon Blue, sehen wir hier im Bild. Mhm. Und es gibt noch eine zweite Farbe, nämlich Tech Camo. Ja, haben wir auf der Messe gesehen. Ja, ne? Genau, dieses schöne dunkel matt grün finde ich eigentlich passender als dieses Blau. Finde ich auch. Ja, was ist neu bei der T7? Es gibt jetzt ein neues Cockpit, genau wie bei den anderen Modellen jetzt auch hier ein TFT-Farbdisplay mit der Möglichkeit, sein Handy anzuschießen. Es gibt eine USB-Buchse. Achso, das ist immer noch hochkant. Ja, das finde ich auch besonders geil. Ja, das alte LC-Display hat jetzt ausgedient und ja, ABS dreifach verstellbar, Voll-LED. Also LED hatte sie ja schon immer, aber jetzt sind auch die Blinker. Ne? Genau. Und es gibt auch hier sieht man nochmal das Display. Ja, sehr cool. Ja. Sieht geil aus, muss man echt sagen. Und ja, es gibt auch hier wieder diese Vorrüstung für diesen Einwege-Quickshifter. Den magst du ja auch, ne? Den mag ich total gern. Ich glaube, ehrlich gesagt, kein einziger Tenere 700-Kunde wird den bestellen. Kein einziger. Wenn jemand das vorhat, schreibt es mal in die Kommentare, meldet euch, schreibt eine Postkarte an das ZDF, damit die da auch Bescheid wissen. Wird nicht passieren. Völlig unnützes Feature bei so einer Reise-Enduro. Okay, jetzt habe ich genug vom Leder gezogen. Ja. Genau. Aber es ist schon ein schönes Bike. Klar. Tenere 700 nach wie vor natürlich auch nächstes Jahr in der World Raid und in der Rally Edition. Für jeden was dabei. Ja. Und ich finde 74 Euro. 74. Fairer Preis. Absolut. Ja, liebe Leute, wir sind am Ende. Echt? Es waren viele Motorräder. Mhm. Aber wir hatten jetzt ein bisschen mehr Ruhe als auf der Eigenmehr. Ihr seht es im Hintergrund hier. Da war ganz schön was los. Da ist es immer schwierig, irgendwie alles auf den Punkt zu bringen. Allerdings. Uns natürlich auch nicht gelungen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ne? Wir hoffen, dass wir das jetzt ein bisschen geschafft haben. Ja, wir freuen uns auf das nächste Jahr. Denn ihr habt es ja gesehen, es gibt jede Menge zu tun. Ja. Ne? Mal wieder. Es gibt auch noch ein paar ältere Bikes, die wir auch noch nicht getestet haben. Also aus diesem Jahr, die wir auch noch testen müssen. Ja, also insofern schauen wir mal, ne, was da auf uns zukommt. Ja. Jetzt ist erstmal Winterzeit und da werden wir jetzt nicht. Da werden wir jetzt nicht jede Woche, wie ihr das gewohnt seid, einen Test machen können. Zumindest nicht, wenn Schnee liegt, dann geht es natürlich nicht. Aber stattdessen gibt es halt ein paar Vergleiche, ein paar Top 5 Videos und es gibt ja auch noch jede Menge Abstimmvideos. Wir hoffen, wir gehen euch damit nicht auf die Nerven, aber es machen viele Leute mit. Also insofern kommt, glaube ich, ganz gut an. Denke ich auch. Ne? So, das soll es mal gewesen sein. Genau, wir wünschen euch eine schöne Adventszeit an dieser Stelle. Genau. Na, macht's gut. Bis bald. Tschüssinger. Tschüss.